Name ist Susanne Knaack. Ich bin 62 Jahre alt und Berlinerin, gebürtig aus dem Westteil der Stadt und habe in den 80er Jahren an der HDK, also das ist heute die UDK Berlin, bei Georg Baselitz Malerei studiert. Und seit 1995 beschäftige ich mich mit dem Thema Landschaften und Seestücke in Schütttechnik und in Schwarz-Weiß. Und so sind die Motive entstanden, die dann später auch noch eine technische Wandlung erfahren haben, hin zu der Schütttechnik. Und zwar ist das passiert aufgrund eines Betriebsunfalls im Atelier. Ich hatte meine Arbeitsmaterialien soweit vorbereitet und bin dann in einen Eimer reingelaufen, der angefüllt war mit flüssiger Farbe. Das Ganze kippte auf eine gerade frisch grundierte Leinwand, die auf dem Boden lag. Und um die Situation zu retten und dem Malheur abzuhelfen, habe ich die Leinwand angehoben, damit die Farbe abfließen kann. Und es entstand ein Horizont. Und damit war das Motiv, das war ja vorher schon da, nochmal bestätigt, aber jetzt in der neuen Technik, und seitdem verwende ich diese Schütttechnik. Die Mal- und Schütttechnik hat nicht unbedingt was mit dem Aktionismus eines Hermann Nitsch zu tun, weil er ja komplett andere Inhalte transportiert und auch die Aktion als solche ja Teil des Kunstwerkes ist. Und bei mir ist es wirklich eher aus einem Missgeschick entstandene Idee, die ich dann weiterverfolgt habe. Also das Schütten ist eine Technik. Für mich ist es eine Technik wie das Malen mit dem Pinsel auch oder Fotografieren oder Radieren oder Zeichnen. Es ist ja letztlich ein Tool, ein Handwerkszeug. Für mich. Also wenn man meine Bilder betrachtet, wird man natürlich gewisse Ähnlichkeiten zu Herbert Brandls Kunst sehen, der ja auch diese großartigen Landschaften, Berglandschaften in Szene setzt. Und bei mir ist es so, ich komme natürlich aus einer ganz anderen Ecke. Und also auch vom Landschaftlichen her. Und es ist so, ich habe eigentlich nichts im Kopf. Also ich weiß nicht, wie die Arbeitsweise von Herbert Brandl genau ist, aber ich unterstelle einfach mal, dass da eine gewisse, schon eine Vision da ist von etwas. Und bei mir ist es so, es ist nichts, also ich bin leer und irgendwann ist die Leinwand voll. Und dann ist es natürlich beim Betrachter auch so, die Bilder entstehen im Kopfe des Betrachters, weil jeder und jede natürlich auch immer nur das sieht, was er oder sie weiß und kennt. Deswegen sieht auch vielleicht jeder die Bilder anders. Und so wie es subjektive Wahrheiten gibt, so entstehen natürlich auch diese Lesarten der Bilder. Und es kann passieren, dass größere Zusammenhänge hergestellt werden. Und ich persönlich fühle mich auch natürlich sehr geehrt und glücklich, wenn ich auf diese Art und Weise mit meinen Bildern einen kritischen Beitrag liefern kann in gemalter Form.